Und damit herzlich willkommen zurück zu Far Cry 2, liebe Leute. Und ich kann noch mal sagen, es tut mir leid, wenn das ab und an so ein bisschen krampfhaft wirkt, wenn ich hier von Auto auf. Das haben wir ja schon. Von Auto auf Aussteigen, umsteige quasi. Das hat halt den Grund, dass ich Auto fahre mit dem Xbox-Controller, wie oft schon erwähnt. Und aber Auto ist mir eigentlich zu doof, wisst ihr das? Ständig wird man von irgendwelchen, ist kaputt, irgendwelchen Deppen angehalten, die einen umballern, aber immerhin kommt man trotzdem schneller vorwärts. Das ist, ach Mann, ein Dilemma. Außerdem habe ich Angst vor den Tieren. Das Auto ist auch super damaged. So, wir öffnen die Karte noch mal. Waffenladen. Danach machen wir dann mal eine vernünftige Mission, in Anführungszeichen vernünftige. Okay, bin ich in der falschen Richtung? Weiß ich Bescheid. Da hoch muss ich irgendwie. Ah, leck mich doch. Auto. Das zum Kotzen mit den Autos. Ich brauche aber dringend diesen Waffenladen, denn seit zwei Folgen laufen wir hier schon rum, ohne wirklich Spritzen zu haben. Ja, wie gesagt, ich kenne die Karte auch nicht, also ich weiß nicht, wo man da was am besten kriegt, wo man am besten hinfährt. Die tun uns nichts, ne? Find ich gut. Das finde ich gut, dass die uns nichts tun. So, Freunde. Freunde der Nacht. Wir stiefeln hier durch die Nacht. Wow. Kann so ein Ding einen auch treffen? Also vor denen hätte ich wirklich Angst. Karte. Ja. Wir müssen in diese Richtung. Zu Fuß dauert das ewig, aber dann machen wir halt jetzt mal eine Wanderfolge. Ist ja auch mal was. Vielleicht kippen wir um und sparen uns so die Wege, wer weiß. Hallo. Danke, dass du mir nichts tust. Ach ja, damit hat man ein Fernrohr. Stimmt, da war ja was. Alles schon wieder vergessen. So, wir laufen genau drauf zu, das finde ich gut. Moment. Okay, schon gefunden. Dann nehmen wir das hier doch mit. Ein paar Diamanten. Munitione. Oh, jawohl. Bisschen erste Hilfe. Sehr gut. Und ein Auto, mit dem man schneller vorwärts kommt. Das wir hoffentlich mal nicht zu Brei fahren. Das hier ist, finde ich, immer noch das geilste Ding von allen. Diesmal steige ich rechtzeitig aus.
vernichtet. Junge. So, den Unterschlupf haben wir auch noch mitgenommen. Lalalala. Eure Waffen will ich nicht, eure Waffen brauche ich nicht. Ach ja. Ich will immer zu dem Waffenladen und stattdessen nehme ich einen Unterschlupf nach dem anderen hoch. Hopf. Aber das kann nur helfen für die späteren Missionen, wenn man dann hier mehr Möglichkeiten haben. Und wo hat der hier seinen... Kann man hier seine Waffen nicht auffüllen? Das glaube ich auch fast gar nicht. Muss doch hier irgendwo sein. Oder auch nicht. Vielleicht da oben. Da war ich noch nicht. Ein Unterschlupf mit hübschen. Das kennen wir ja noch aus der ersten Folge. Pam, 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 pam. Sieht einfach mega aus. Rumpfig. Muss einfach mal sein, aus Spaß. So, Freunde der Nacht und des Tages, wir öffnen die Karte, sehen, dass der Waffenladen genau geradeaus ist, aber noch ein gutes Stück weg ist. Also, Xbox-Controller in die Hand und abdüsen. Vielleicht sollte ich jetzt auch wieder ordentlich gucken. War ich noch in die richtige Richtung? Bin mir da nämlich gerade ein bisschen unsicher. Ja, fahre noch in die richtige Richtung. Wie ist denn so ein Unterschlupf markiert, den man schon erobert hat? Dann irgendwie farblich anders geregelt sein oder es hat ein anderes Zeichen und ich sehe es gerade nicht. Es wäre gut zu wissen, wo man schon erobert hat und wo nicht. Was ist hier so? Den möchte ich gerne mal untersuchen. Ist das auch ein Waffenshop? Wow, doch. Da sind wir doch ganz in der Nähe vom Waffenshop. So, das haben wir. Das nehmen wir nochmal. Und dann sind wir voll. Sind wir dann schon am Waffenladen, wa? Denn das hier das Nebengebäude ist es doch. So. Ja, wissen wir doch. Ich lasse mich erstmal hier an diesem Medizinkasten. Brauchen dringend neue Medizin. Und dann können wir auch speichern nochmal. Zack, 4% immer noch, nur noch. Das ist ja nicht so viel. Wahrscheinlich nur Hauptstory und hier unsere Nebenmissionen zählen da gar nicht zu. Das ist natürlich schade. Okay. So, das kostet 10. Die AK-47. 10. Und wir haben nur 8.
Boah, 20 Raketenwerfer. Alter. PKM auch 10. Pistolengurt, den würde ich doch einfach mal. Ja, Pistolengurt, den nehme. So, was hast du? Kleiner Nebenjob gefällig? Nee, das, ja, ich kann später. Wir müssen uns jetzt erstmal die anderen angucken. Die anderen Stories. Sonst ist mir ja zu viel. Vor allen Dingen muss ich mal wieder hinfinden zu. Kann man sich auf der Map keine Punkte markieren, sag mal? Dass man da reinzoomt und sagt, da will ich hin. Da ist eine Bushaltestelle. Ich glaube, von Bushaltestelle zu Bushaltestelle kann man fahren. Dann kommen wir vielleicht schneller in ein anderes Gebiet. Es wäre jetzt mal eine Idee, um das auch mal zu zeigen. Bushaltestelle ist, ich muss gucken. Muss ich jetzt in diese Richtung oder doch die andere? Karte. Es ist diese Richtung. Sehr gut. Dann weiterfahren. Immer an den Gleisen entlang. Für nichts und niemanden zu stoppen. Ein Mann. Und sein Auto. Der Nightrider. Ja, Entschuldigung. Ich bin durch. Ihr merkt das. Der ist auf die dritte, gleich noch die vierte Folge. Dann haben wir den morgen umgebracht. Die Zeit ist genutzt. Das hier nicht die Bushaltestelle. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Unterschlupf. Wir wechseln wieder den Controller zurück auf Tastatur und Maus. Der ist bestimmt auch ganz nice, ne? Bin ich hier an der Bushaltestelle, sag mal? Ja, bin ich. Aber vorher holen wir uns noch den Unterschlupf, oder? Das wäre ja sinnvoll, denke ich. Der ist hier vorne irgendwo. Was soll? Was ist da oben los? Jedenfalls nichts Gutes. Wer ist da oben? Keine Ahnung, ich schwärme mal aus. Bleib da, ich sehe nach. Komm, wir bleiben alle, wo wir sind. Hier soll was sein? Keine Ahnung mehr, Mann. Ich glaube, damit habe ich ihn gekillt. So, Freunde. Hat die Folge wieder ein bisschen Überlänge gleich. Und machen wir halt mit dem Busfahren halt in der nächsten Folge. Oh. Kopfschuss. Schopfkuss. Ui, der war ja mal richtig professionell. Geil, der hat sogar ein eigenes Ding hier unten. Oh.
Mann, der Typ, der hält aber auch echt nichts aus. Das war ich nicht. Nein, nicht so viel Anstrengung ist nicht gut. Reloading! Schnaps, 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 schnaps. Finde ich schön, dass diese Unterschlüpfe nicht alle gleich gebildet sind, sondern ein bisschen unterschiedlich versucht wurden aufzubauen. So. Hier schon wieder keine Munition. Was ist denn los mit euch? Was stimmt nur mit euch nicht? Na das? Lalalalalalala. Wir rennen zur Bushaltestelle und drücken uns noch eine Spritze rein. Und dann würde ich sagen, was in der Bushaltestelle zu sehen ist und wo wir hinreisen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch schönen Tägchen und ansonsten in 2 Tagen dürfte es wieder soweit sein. Es sei denn, jetzt ist Freitag, dann erst wieder Montag, aber ihr wisst schon, was ich meine. In diesem Sinne erkunden wir in der nächsten Folge die Bushaltestelle, schauen, wohin wir fahren und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, ab in die Kommentare. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, Abo dalassen. Das ist der Fahrplan. Und wohin unsere Fahrt geht, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich wünsche euch schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Spiel Zachti.